Herzlich willkommen und viel Spaß beim Video. Endlich was Normales hier. Okay. Das Herz des Kaleidoskops. So, sag, wenn ich stehen bleiben soll. Ah, du sollst schon längst stehen bleiben. Aber komm mal wieder zurück. Geht das? Nicht? Noch ein Stück. Zurück, zurück. Stopp. Jetzt musst du das Blaue drehen. Nee, ich muss auf das Gelbe. Hä? Nein, du drehst das Blaue, damit ich jetzt auf das Blaue komme. Ah, okay. Dann sag du mal Stopp. Oh. Oh, ich seh's doch. Nein, bist du deppert? Oh, oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, danke schön. Kannst du mal warten, bis ich oben bin? Ja, ich wusste nicht, dass er sich wieder zurückdreht. Ja, du hast es doch gesehen vorhin bei mir. Okay. Ja. So, jetzt drehst du das Gelbe zum... Wohin? Hab ich das nicht? Ich weiß aber nicht, wohin. Die andere Seite ist doch höher. Ach, da, ja. So, und jetzt muss ich dich noch... Ach, komm, dein Ernst. Ich glaube... Vielleicht schaffe ich das ja alleine, warte. Nee, ich wüsste nicht wie. Nee, schaffe ich leider nicht alleine. Okay. Warte, ich muss doch eigentlich auf das Pink. Nee, auf das. Ja, auf nee, das Pinke, Pink, dann kann ich dir das Blaue. Ja, genau. So. Nur was mache ich jetzt mit dem Gelb? Oh, du musst mich weiter drehen. Mit dem Gelb. Oh, dann bin ich bei dir. Das ergibt keinen Sinn. Ich muss ja doch. Ah, du musst ja, zu mir. Du doch, doch, du das musst stimmt mir, schon. Ja, okay. Das stimmt schon. Ey, alles loslassen? Gut. Oh Gott! Nein. Ganz hoch. Bloß nicht fallen. Boah, endlich. Fang wieder normal. Ich muss mich übergeben. Oh, du bist eine Puppe, Cody. Was soll da schon rauskommen? Leben. Das da. Das ist Ton. Es riecht überhaupt nicht. Da. Da ist ja ihr Elefant. Das riecht überhaupt nicht. Wie sollen wir da bitte hochkommen? Ach, das ist leicht. Wir müssen nur zu dem magischen Schloss, das nebenbei ich gebaut habe. Das magische Schloss ist von dir? Ja, ja, du bist nicht die Einzige in der Familie, die coole Sachen bauen kann. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Und das Ding, das da drüben steht, das fährt uns direkt dahin. Sicher? Ja, ich bin sicher. Würdest du mir vertrauen? Ich versuch's. Danke. Alle Typen. Komm schon, wir machen den Weg für den Wagen frei. Den Weg erstmal frei machen, okay. Ah. Du kleiner Mann, du siehst aus, als müsstest du hier. Das scheint zu funktionieren. Genau. Ich wette, es gibt noch mehr. So, und du musst die Frau wohin packen? Muss die Frau dahin? Hier. Ich will jemanden knutschen, da fehlt uns einer. Ah, da oben. Ist eine Matroschka. Nee, da komme ich nie wieder raus. Ich habe diesen Flugführer oder wie auch immer man das beschimpft. Diesen. Halt, ich bin hier gefangen! Wie weißt du? Der Pfeifende. Den Pfeifenden. Ah, okay. Der Knutschende. Nee, den Pfeifenden. Musst du mir helfen oder? Achso. Ich auch. Frische Luft. Der kommt gleich da rein, glaube ich. Also, du hast den letzten. Ja. Wo ist denn der eine?
Der kann doch hier nicht stehen. Nee, der muss da rein. Hier rein. Ach, der muss da rein. Ah, okay, dann brauchen wir den Knutschi. Ja. Wo ist Knutschi? Wo ist der? Ja, gute Frage. Knutschi, wo bist du? So, hier hinten irgendwo versteckt. Wo ist Knutschi? Da muss man bestimmt mit dem Flugzeug da fliegen, oder? Fliege? Ah, hier ist er. Ich habe ihn. Hier ist noch was. Wo bist du? Hinter dir. Da ist noch was. Das nehmen wir mal mit. Achso, das ist. Ah. Unnötig. Klasse! Jetzt muss nur noch jemand das Tor öffnen. Kannst du mal platzieren, bitte? Nee, andersrum dann. Hä, wieso? Das geht doch. Geht? Ah, tatsächlich. Und jetzt? Und jetzt fahren. Das sieht mir aber nicht aus wie der Weg zum Schloss. Ich sagte doch, vertrau mir. War das etwa ein Dinosaurier? Ja, wir sind im Dino da. Wow! Das ist wunderschön! Und wir drücken drei auf den Boden. Und das bringt uns direkt zum Schloss. Wunderschönes Schloss, sieht aus wie Minecraft. Ja. Die Hölle. Ein schlafender Dinosaurier? Das wurde aus dem Bett uns direkt zum Schloss? Ich hab den Dinosaurier da nicht hingelegt. Ist jetzt auch egal. Lass uns einfach versuchen, die Schienen wieder frei zu machen. Wie denn? Vielleicht kann er uns helfen. Ja, oder uns fressen. Oder beides. Er hilft uns und frisst uns dann. Der gehört mir. Du nimmst den Roten auf der Plattform. Bumm macht. Ich hab ihn. Jetzt nochmal kaboom. Gut. Den einen Knochen halten. Wo ist denn hier? Ah, einen Moment. Ey. Hallo? Hä? Mach runter. So, jetzt. So. Ich hab nur, ich glaube, du musst kaputt machen, oder? Nein, wieso? Nee. Du hast doch den einen Knochen gehalten. Ach so, ja. Bringst du mich runter? Bin dabei. Ach nee, jetzt ist der Knochen hier auf der anderen Seite. Ja, aber wenn ich den jetzt hier du passe... musst. Ja, genau, halt mal den, weil dahin ist noch einer. Aber jetzt kann der da vorne, kannst mich nicht hochziehen. Warte mal. Nein, ich nur das den noch halten, mal. Nur den halten, genau. Es ist aber wieder so, wie es vorher war. Egal, bring mich erstmal hoch. Ich sehe nichts. Hey, du siehst doch bei mir genug. Was du kannst ja nicht zwei Stück auf einmal halten. Mach mal noch mal Kabo. Jetzt mal noch mal. Also. Ah, geil. Mitgedacht. Du.
Vergesse mal, dass ich bei dir gucken kann. Ja, ich auch immer bei dir. Hallo, chill doch mal. Ja, das habe ich absolut kommen sehen. Ja, genau. Bring mich um. Bring mich um. Why not? Kannst du denn unten zuerst die Spitzen da rüber packen oder gehen die automatisch rüber? Okay, dann zieh sie komplett rüber und dann packst du mich hoch. Okay. Aber sonst schaffst du es, glaube ich, zeittechnisch gar nicht. Oder? Nee. Okay, so egal. Musst du dann da drauf? Achso, wenn du dann da runterrutscht, dann habe ich genug Zeit. Achso, ich kann mich hier halten. Okay, gut. Genau. Ach, Chili Willi. Nein! Auf. Oh Gott. Wie soll ich springen, ohne zu sterben? Nicht springen, einfach nur normal runtergehen. Nein, das sind Stacheln. Das wäre jetzt die Theorie meinerseits. Ja, weil wenn du springst, dann hast du ja mehr Schwung. Ui, ui, ui. Was machst du da? Ich wollte darüber hüpfen. Okay, dann hüpf mal erstmal auf dieses, weil das kann ich bewegen. Wie? Nein, Controller, du bist doch drin, was willst du? Akku leer. Ich spiele mit Kabel. Wäre ein bisschen doof, wenn Akku leer ist. Ich wollte nur ein bisschen höher, du elendes Kackvieh. Wat? Ich will ein bisschen weiter höher. So, jetzt. Oh Gott. Na. Komm ich denn höher? Ich glaube gar nicht. Nur wenn du von links ganz normal dran springst, dann von da aus rüber. Oh, jetzt genau. Schnell. Und jetzt mit Flitzen rüber. Wow. Auch bewegt. Das alles nur um das Ding. Das hättest du auch mit dem Roboter machen können. Tut mir leid, Mr. Dino, bitte nicht persönlich. Wir sind dagegen gestoßen. Hätte auch wach werden können. Einfach auf den Kopf hüpfen. Alter! Wie wär's mal mit dem Kaugummi? Hey, nein, mit diesem Zug hier, was war? Okay, ab rein da. Sind wir doch gegen gestoßen. Hätte auch wach werden können. Cody, warum riech ich Rauch? Rauch? Ich rieche nicht. Deine Nase war schon immer empfindlich. Ja, ich drück schon. Hör nicht auf, hör nicht auf. Ja. Hör nicht auf, gib nicht auf. Hör nicht auf, gib nicht auf. Ach ja? Und warum sehe ich davon Feuer? Oh. Jetzt kann ich aber aufhören. Oh. Nein! Also ich finde es nicht schön, dass unser Kind explosive Sachen nimmt. Guck dir das an. Hey May, geh du in das andere. Ist ja irre. Cool. Ich komme mir vor wie ein Hamster. Ja, aber sieh mal von der Seite. All die Sachen, die ich für Rosie gekauft habe, spielen uns jetzt in die Karten. Ja, du meinst sowas wie das da? Das ist doch nur ein Kuscheltier. Na klar. Immer geradeaus, May! Wir müssen beide geradeaus steuern! Ja, diese Feuerkraft ist nach meinem Geschmack. Ach so, ich bin ja aufgefallen. Auf dem Weg! Du bist gefeuert! Ihr wollt meinen Schatz, dann holt ihn doch. Irgendwo auf der Welt habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Was ist mit dem Mund? Ja klar, ja klar. Noch eine Kanonenkugel! Weich aus! Wie sind diese Dinger überhaupt? Hallo, dreh doch nicht weg, ich will den Turm kaputt machen. Da bitte, dann den da. Dreht er einfach weg? Dynamit. Ja, würde ich ja. Wenn du
wenn ich lassen würde, würde ich das machen? Ah, vorbei. Lass mal den. Dynamite. Na, 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 na. TNT. Schiffe voraus! Hey Leute, das muss doch alles nicht sein. Wir kommen in Frieden. Ihre Kanonen gefallen mir gar nicht. Mir auch nicht. Angriff! Wohin? Erst links? Ich würde ja erstmal zu irgendeinem Schiff drehen, ja? Wir dürfen auch nicht stehen. Drehst du mal zu einer Seite? Ja, egal, du musst rückwärts machen, dann geht's nach links. Au. Da ist noch einer. Oh, jetzt ist wieder mit hier. Oh, müssen wir gar nicht. Zusammenarbeit! Ja, das war richtig gut! Müssen wir nicht, Snoopy macht trotzdem. Ja, klar. Nach vorne musst du. Oh. Vorsicht, ich versenk unser Boot nicht! Pass auf, wo Chef. Wir hinfahren! Kein Boot. Wir müssen weiter, oder? Von der Explosion habe ich die Hitze gespürt! Hallo, yeah. Pingus! So gefällt mir! Direkt in die Kühltruhe. Hey, ihr Kleinen. Nein, lass uns los! Oh, wieso musstest du auf diesen widerlichen Oktopus kommen? Er ist in Wirklichkeit nicht widerlich, sondern super süß und knuddelig. Hey, Mr. Oktopus! Hör am besten nicht hin. Du bist super süß. Und du hast so wunderschöne Arme. Hebst du Gewichte? Bitte lass uns gehen. Aber guck doch, Knuffel. Siehst du? So wird gebauchpinselt. Red nicht so einen Quatsch, Cody, und fang an zu schießen. Ist ja gut. Oh, wir sind gefangen. Es ist ein Strudel. Du musst vorwärts. Ich will aber nicht vorwärts. Es ist ein Strudel, der dreht mich. Heiliger
Ernsthaft? Oh Mann. Ja, ernsthaft. Ach komm, wir haben ihn doch eigentlich voll oft angeschossen. Weil nach vorne. Nee, so einfach. Bye bye, Octi. Kuss. Du kaufst Rosie nie wieder etwas, das mehr als zwei Arme hat, okay? Wie ich schon sagte, in der richtigen Welt war er süß und hat nicht versucht, mich zu töten. Entchen. Hey, das ist ja fast wie in der Geisterbahn hier. Erinnere dich bitte nicht daran. Du hattest richtig Angst. Dir hat es auch nicht gefallen. Ja, das schlimmste erste Date aller Zeiten. Aber wir haben überlebt. Und ich hoffe, dass wir das hier auch überleben. Das erste Date in einem Spukhaus? Anscheinend. Okay. Oh, was soll das denn? Die Brücke dürfte gar nicht oben sein. Kein Wunder, sie hängt an einem Ballon. Hey, das ist ja Rosies Ballon. Oh ja, mir macht der blöde Ballon irgendwie Angst. Wieso hast du den überhaupt gekauft? Jetzt kommen wir nicht zu dem Elefanten. Die Brücke muss sich doch wieder absenken lassen. Lecker. Ja, ihr zwei? Hey. Wir lassen die Brücke nur für Besucher des Schlosses runter. Oh gut, wir sind nämlich Schlossbesucher. Seid ihr etwa wegen der Königin hier? Nein, wir wollen den Elefanten sehen. Welchen Elefanten? Na, Rosies beste Freundin, Fanti. Der Elefant auf dem Bild. Aber das ist die Königin. Hä? Oh, ja, ich erinnere mich, ja. Rosie hat dem Elefanten eine Krone aufgesetzt, also eine Königskrone. Und so wurde der Elefant zur Königin? Ja, es ist wohl ihr Lieblingsspielzeug. Na, wunderbar. Jetzt killen wir eine Königin. Nicht so. Verzeihung, wen bitte killen? Nein. Sie sagte, chillen. Ja, chillen mit einer Königin. Wir killen eine Königin. Drauf, mit ihr zu chillen, richtig? Ich verstehe. Nun, alle Besucher müssen sich aber erst als würdig erweisen für eine Audienz bei der Königin. Oh, nehmt euch ein. Wir sind zwei Kanacken, dürfen wir nicht einfach hin? Echt? Das ist so eine Frechheit. Das ist würdig genug, oder? So eine Frechheit, ey. Sehr gut. Zwei Kanacken können auch nichts falsch machen, oder? Eigentlich nicht. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schwieriger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um nicht zu verpassen. Ansonsten, bye, eure Nike.